Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Büchervideo von mir. Heute ein ganz besonderes Büchervideo, denn ich zeige euch die besten Bücher, die ich dieses Jahr gelesen habe. Für mich war das ein richtig gutes Lesejahr. Ich habe tatsächlich geschafft, 49 Bücher zu lesen und das hätte ich niemals gedacht. Ich habe mir 23 Bücher vorgenommen. Ich dachte, 23 Bücher in 2023, wo ich sowieso auch super viel für einen Abschluss lesen muss, das sollte drin sein. Auch dank vieler Hörbücher, die ich gehört habe, habe ich dieses Jahr 49 Bücher gelesen. Und das ist damit mein bestes Lesejahr aller Zeiten. Ich habe noch nie so viele Bücher in einem Jahr gelesen. Deshalb habe ich auch einiges gelesen, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Einiges, was mir nicht so gut gefallen hat. Und ich will euch heute von meinen Leser-Highlights in 2023 erzählen und euch eventuell inspirieren, auch mal eins von diesen Büchern auszuchecken. Ihr habt sicherlich schon von einigen von diesen Büchern gehört. Also ich habe euch einige schon vorgestellt. Aber ich dachte, gesammelt braucht es noch ein Video, um einfach meine Favoriten einmal zusammengestellt zu zeigen. Mein Lesejahr ging schon sehr, sehr stark los. Und zwar habe ich Anfang des Jahres Blutbuch von Kim de l'Horizon gelesen. Das Buch habe ich von meiner Oma zu Weihnachten bekommen und das ist eine Autobiografie einer nicht-binären, genderfluiden Person. Kim hat dieses Buch in 4 Teile aufgeteilt, wobei jeder Teil seinen ganz eigenen Schreibstil hat und in denen sich Kim mit der eigenen Kindheit, der Liebe und der eigenen Sexualität befasst. Es geht ganz viel ums Erwachsenwerden und anhand von gefundenen Schriftstücken, die immer wieder auftauchen in diesem Buch, als auch anhand von Erzählungen der eigenen Mutter bzw. Großmutter, erzählt Kim, wie eine Person vom Umfeld geformt wird. Auch die Blutbuche, die bei Kim im Garten steht, trägt einen großen Teil zu der Erzählung bei oder viel wird anhand von dieser Blutbuche erzählt. Zentrum dieses Körpers ist der eigene Körper und wie dieser eigene Körper ständig gesellschaftlichen Ansprüchen unterliegt oder ihnen angepasst werden soll. Oder auch wie er durch eigene Veränderungen oder das Umfeld geformt wird. Der fluide Körper wird hier ganz oft als Wasser und fließend dargestellt, was ich ein richtig schönes Bild fand. Außerdem geht es super viel um generationsübergreifende Traumata von Frauen, also anhand der Großmutter und der Mutter erzählt und wie die irgendwie damit umgehen. Es ist super bruchstückhaft erzählt, es steckt super viel Symbolik in dieser Autobiografie und ich fand den Schreibstil einfach total inspirierend. Das Buch ist gleichzeitig aber auch sehr, sehr heftig, also lest da auf jeden Fall Trigger Warnings durch, wenn ihr da das Gefühl habt, dass ihr sie brauchen könntet. Aber ich würde es wärmstens empfehlen. Ich habe noch nie so ein Buch gelesen. Also das war ganz, ganz toll. Mein zweiter Jahresfavorit folgte direkt auf das Blutbuch. Und zwar ist das In the Dream House von Carmen Maria Machado. Dieses Buch ist tatsächlich auch eine Autobiografie, die von Missbrauch in einer queeren Beziehung handelt. Anfangs war ich nicht so sicher, ob ich über dieses Thema lesen möchte. Und dann dachte ich, ich gebe ihm jetzt doch eine Chance, weil so viele Menschen sagen, dass dieses Buch so krass ist und das war es auf jeden Fall. Also wenn ihr diesem Buch immer noch keine Chance gegeben habt, dann ist das jetzt euer nächster Anstoßer dafür. Das Dream House ist in diesem Buch der Ort, an dem Carmen mit ihrer Freundin gelebt hat. Beschrieben wird das Kennenlernen der beiden Frauen, wie sie dann im Endeffekt zusammenkommen, wie sie auch poly miteinander leben und lieben und dann aber wieder in eine monogame Beziehung gehen. Also einfach die Entwicklung der Beziehung der beiden. Und dann bekommt man eben auch miterzählt, wie sich die Gewalttätigkeit gegenüber der Autorin entwickelt. Also dass das ein ganz schleichender Prozess ist, der nicht von einem auf dem anderen Tag passiert, sondern dass sich das langsam anbahnt und deshalb eben auch so schwer ist, dagegen anzukommen. Die eigene Geschichte wird in diesem Buch immer wieder gemischt mit historischen und popkulturellen Erzählungen und Ereignissen von Gewalttätigkeit in queeren Beziehungen. Und das fand ich so toll und es hat einfach so krass gepasst. Das Besondere an diesem Buch ist, dass die Kapitel nicht normale Kapitel sind, sondern eher aufgebaut sind wie Tagebucheinträge und jedes Kapitel trägt einen anderen Titel, also Dream House as Tragedy of the Commons,
Dreamhouse as Epiphany, Dreamhouse as Haunted Mansion. Und so ist eben jedes Kapitel auch teilweise anders geschrieben. Auch bei diesem Buch muss ich sagen, ich habe noch nie sowas gelesen, so einen kreativen Schreibstil. Ich fand das extrem toll, super eindrücklich, riesengroße Empfehlung. Lest es unbedingt. Das nächste Buch habe ich leider nicht hier, weil ich es gerade verliehen habe, weil ich es allen Menschen gerne ausleihen möchte, die in meinem Umfeld sind. Das Buch ist auch von Carmen Maria Machado und zwar ist es Her Body and Other Parties. Ich glaube, das ist mein absolutes Lieblingsbuch 2023 gewesen. Ich habe noch nie sowas gelesen. Her Body and Other Parties ist ein Essayband, der 8 Kurzgeschichten umfasst und ich habe vorher noch nie Kurzgeschichten geliebt in diesem Sinne. Also ich habe immer welche gelesen, aber sie haben mir nie genug gegeben, als dass ich dran geblieben wäre oder das Gefühl hatte, ich muss jetzt mehr Kurzgeschichten lesen. Die Kurzgeschichten bewegen sich im Genre von magischem Realismus, Science Fiction und Horror und wirken auf mich wie feministische Märchen. Sie sind sehr symbolisch geschrieben und sind einfach genau das, was ich super gern lese. Und alle 8 Kurzgeschichten sind ganz, ganz verschieden. Ich will auch gar nicht so viel vorwegnehmen, weil ich finde, da muss man sich drauf einlassen und es einfach lesen. Es sind einfach sehr krasse Geschichten, die ab und zu sehr gruselig sind, aber auch schockierend. Und man muss sich total auf diese Symbolik einlassen. Aber wenn man sich so darauf einlässt, dann finde ich es einfach so krass. Und man kann auf jeder Seite markieren und findet irgendwas. Und auch dieses Buch ist so toll geschrieben. Ich finde, Carmen Maria Machado kann einfach Atmosphären erzeugen und ich hatte immer das Gefühl, dass ich in diesem Moment bin und in diesem Raum bin und mich haben diese Geschichten immer so komplett eingenommen und das geht mir tatsächlich bei nicht so vielen Büchern so. Also ich muss sagen, dass ich Carmen Maria Machado auf jeden Fall jetzt auch zu meinen LieblingsautorInnen zählen würde. Alle Kurzgeschichten sind gut, aber The Resident war mein Favorite. Lest dieses Buch, das ist mein absolutes Jahreshighlight gewesen. Das nächste Buch habt ihr sicherlich schon an ganz vielen Stellen überall gesehen und von gehört. Das habe ich auch gerade nicht da. Das habe ich nämlich auch gehört als AutorInnenlesung. Das war richtig toll. Und das war 22 Bahnen von Caroline Wahl. In dem Buch geht es um Tilda, die mit ihrer kleinen Schwester Ida und ihrer alkoholkranken Mutter zusammenlebt. Sie ist am Ende ihres Masters und ist so ein bisschen am Überlegen, was mache ich jetzt, wie geht es irgendwie weiter für mich. Und sie verbringt ihre freie Zeit viel im Freibad, um einfach 22 Bahnen zu schwimmen. Und das so ein bisschen ihr Weg ist, um mit der Alkoholkrankheit ihrer Mutter und einfach dem Stress, den sie hat in ihrem Leben und ihren Zukunftsängsten klarzukommen. Auch hier will ich nicht so viel vorwegnehmen. Es ist einfach eine wunderschöne Erzählung einer Schwesternbeziehung, also zwischen Tilda und Ida. Es beschreibt ganz viel, wie die beiden mit ihrer Mutter umgehen und wie sich diese ganze Situation zuspitzt und entwickelt. Und ich fand das einfach richtig toll. Also die Charaktere sind mir extrem ans Herz gewachsen. Und ich habe auch gelesen, dass nächstes Jahr quasi ein zweiter Teil davon rauskommen soll. Windstärke 17, glaube ich, soll er heißen. Da bin ich auf jeden Fall super gespannt drauf und freue mich total. Meinen nächsten Favoriten habe ich in meiner Quarantäne dieses Jahr gelesen. Ich hatte Corona und dann hat mich dieses Buch erreicht, das mir auch als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt wurde vom Eichborn Verlag. Und zwar Coco Melors. Übersetzt wurde das Buch von Lisa Kögeböhn. In diesem Buch geht es um Cleo. Sie ist Mitte 20 und kommt mit einem Kunststipendium nach New York City. Und am Silvesterabend lernt sie Frank kennen. Der ist so Anfang, Mitte 40 und arbeitet in einer erfolgreichen Werbeagentur. Also er ist einfach ein sehr erfolgreicher Mann. Und die beiden kommen zusammen und heiraten tatsächlich auch relativ bald, damit Cleo ihr Visum bekommt und in New York City bleiben darf. Ich habe ein paar Kritikpunkte an diesem Buch. Erstens diesen unangemessenen Altersunterschied zwischen den beiden und auch die Machtgefälle, die sich dadurch irgendwie unausweichlich zwischen diesen beiden Hauptcharakteren ergeben. Und dann gibt es auch Charaktere, die ich nicht leiden konnte, wie zum Beispiel diesen besten Freund von Cleo, wo ich mich die ganze Zeit gefragt habe, was ist los mit dir und warum ist Cleo mit ihm befreundet? Dieses Buch erzählt einfach von der Geschichte von Cleo und Frank, von der Liebesgeschichte, von allem, was auf dem Weg passiert und wird auch erzählt anhand von verschiedenen Personen. Also verschiedene Personen bekommen hier verschiedene Kapitel und man lernt auch was über die anderen Personen, die Cleo und Frank umgeben. Es geht auch um Cleos Depressionen, um
Mental Health Issues und wie Personen mit diesen umgehen. Ich habe es einfach so geliebt, weil ich das Gefühl hatte, dass ich auch diesen Charakteren so nah bin. Also ich konnte so total dabei sein und ich fand das extrem toll geschrieben. Also ich muss sagen, ich hätte es lieber auf Englisch gelesen. Das heißt, wenn ihr auch gerne auf Englisch lest, dann ist das vielleicht sogar auf Englisch was noch mehr was für euch. Aber irgendwie hat es mich extrem berührt, so ein bisschen Teil an dem Leben dieser Charaktere zu haben und so ein bisschen dabei zu sein in deren Leben. Es gibt einen Charakter, der in meinen Augen hier viel zu kurz gekommen ist, und zwar Eleanor. Das ist echt so ein toller Charakter gewesen, von dem ich gerne ein ganzes Buch gelesen hätte. Coco Melors wird ganz oft mit Sally Rooney verglichen und in meinen Augen ist Sally Rooney ruhiger im Schreibstil. Also ich fand, das Buch war auf jeden Fall mehr so, wenn ich es so beschreiben müsste, fällt mir irgendwie ein, dass in meinen Augen irgendwie schillernder war als Sally Rooney. Aber es geht auf jeden Fall in die Richtung. Ich verstehe, wo das herkommt. Also es ist in dem Sinne sehr ähnlich, dass die Charaktere sehr viel miteinander sprechen über das, was sie fühlen oder wie sie dem anderen gegenüber empfinden. Ganz große Empfehlung, das war einfach so toll. Ich finde, das ist auf jeden Fall was, was man im Sommer voll gut lesen kann. Das nächste Buch, was ich dieses Jahr geliebt habe, habe ich aus der Stadtbücherei ausgeliehen und daher auch nicht hier. Es handelt sich um Jins von Fatma Aydemir. Jins ist ein Familienporträt, das sich um den Tod des Familienvaters Hüseyin dreht, der eine Wohnung in Istanbul gekauft hat und da jetzt seine Rente verbringen will, aber dann an einem Herzinfarkt stirbt. Und so reist eben die Familie an. Und in jedem Kapitel lernen wir ein anderes Familienmitglied kennen. Also die Frau von Hüseyin, Emine, dann die Geschwister Sefda, Perihan, Hakan und Ümit. Und durch die Augen der einzelnen Charaktere und deren Geschichten, deren Erwachsenwerden, deren Kindheit setzt sich eben dieses Familienporträt zusammen. Alle Charaktere haben mit persönlichen, strukturellen, gesellschaftlichen oder politischen Problemen oder Ausgrenzungen zu kämpfen. Eine ganz große Frage in diesem Buch ist, wie bin ich zu der Person geworden, die ich jetzt bin? Welche Faktoren, welche Menschen haben mich zu der Person gemacht, die ich heute bin? Zu dem, wie ich mich verhalte in Bezug auf andere Menschen oder zu mir selbst? Alle Charaktere in diesem Buch waren so toll. Das war so toll geschrieben. Ich will unbedingt mehr von Fatma Aydemir lesen. Das Buch hatte ja so in 2022 so einen richtigen Hype, glaube ich. Und dann ist er erst an mir vorbeigegangen und ich bin so froh, dass ich dem Buch trotzdem jetzt nochmal eine Chance gegeben habe, weil es einfach unglaublich toll war. Also schaut euch das super gerne mal an. Das ist so eindrücklich und so spannend, von dieser türkischen Familie in Deutschland zu lesen und wie sie nach Deutschland kamen und wie sie sich aber auch irgendwie immer so nach einer Heimat sehnen, von der sie gar nicht wissen, was diese Heimat wirklich ist. Richtig, richtig toll. Der nächste große Favorit von mir in diesem Jahr war Eine Frage der Chemie von Bonnie Garmus. Auch ein Buch, dessen Hype an mir erstmal komplett vorbeigegangen ist. Ich dachte, warum lesen alle Leute dieses Buch? Irgendwie hatte ich gar keine Lust drauf. Und dann habe ich gedacht, jetzt höre ich es doch. Ich habe es als Hörbuch gehört und es war einfach so toll. Also in Eine Frage der Chemie geht es um Elizabeth Zott, die in den 1960er Jahren in Amerika eine Fernsehshow hat, in der sie kocht. Das ist aber eigentlich nicht ihre präferierte Karriere. Sie wäre viel lieber Chemikerin geworden, hat auch ihren Master in Chemie gemacht, aber durch ein bestimmtes Ereignis konnte sie ihre Doktorarbeit nicht schreiben und daher nicht promovieren in Chemie. Und sie hätte viel lieber geforscht in Chemie und hat dann aber aus bestimmten Gründen angefangen, diese Fernsehshow zu machen. Ich will gar nicht so viel vorwegnehmen. Tatsächlich geht es sehr, sehr lange überhaupt nicht um diese Fernsehshow. Und das war auch das, was mich so ein bisschen abgeturnt hatte von diesem Buch. Denn es geht ganz viel einfach darum, wie Elizabeth Zott dahin gekommen ist, wo sie jetzt ist. Um ihren Freund Calvin, der ein berühmter Chemiker war, wie die beiden sich kennengelernt haben. Es gibt einen tragischen Fall dann, mit dem Elizabeth umgehen lernen muss. Und also ganz viele Faktoren kommen zusammen, die Elizabeth eben dann in diese Fernsehshow bringen. Und es geht aber einfach super viel um Frauen in der Forschung in den 1950er, 60er Jahren. Darum, wie die
Stellung von Frauen war damals im Allgemeinen, wie Männer über sie gesprochen haben, wie schwer es auch war, für eine Frau berufstätig zu sein. Elizabeth ist einfach ein ganz, ganz besonderer Charakter. Sie ist total, ja, fast schon autistisch. Also sie ist so sehr einfach eine Chemikerin, eine Forscherin. Und das ist ihre absolute Passion. Und sie liebt das. Und sie ist immer total trocken und feministisch. Und sie ist mir als Charakter auch so sehr ans Herz gewachsen und war einer meiner absoluten Lieblingscharaktere des Jahres. Und ich habe das jetzt zum Ende des Jahres gelesen und absolut geliebt. Also wenn das Buch auch an euch bisher vorbeigegangen ist, dann schaut euch das auf jeden Fall nochmal an. Das war so, so toll. Und an der Stelle aber auch nochmal, schaut euch danach nicht die Serie an. Weil für mich hat die Serie so ein bisschen das Buch kaputt gemacht, weil in der Serie auch sehr viel Inhalt noch dazu erfunden wurde. Für mich hätte es das nicht gebraucht. Ich hätte sie lieber nicht geguckt, deshalb das vielleicht als kleiner Disclaimer vorab. Mein letzter Jahresfavorit in 2023 war Boy Parts von Eliza Clark. Ein Buch, was ich im Sommer gelesen habe, wo ich aber auch jetzt sagen würde, lest das am besten, wenn es noch kalt und nass und eklig draußen ist, weil das auf jeden Fall eher so ein düsteres Buch ist. Und für mich hat es nicht so in den Sommer gepasst. In Boy Parts geht es um Irina, die ihr Fotografiestudium am Royal College of Art in London beendet hat und jetzt nebenbei in einer schäbigen Bar in London arbeitet und eben eigene selbstständige Aufträge hat. Ihre Kunst beschäftigt sich eigentlich damit, dass sie Fotos von jungen Männern macht, die diese sehr verletzlich zeigen, also sehr gewaltvolle Fotografien, sehr dunkle Fotografien, aber vor allem eben düster und gewaltvoll. Sie wird dann von einem Kurator eingeladen, bei einer Ausstellung dabei zu sein, und in diesem Buch erzählt sie dann, geht sie dann sowohl durch ihr Portfolio, um eben Werke zu finden, die sie ausstellen kann. Sie ist aber auch immer am Produzieren neuer Werke für diese Ausstellung. Und so erfährt man eben durch die Zeit, die sie eben mit ihrem Portfolio verbringt, sehr, sehr viel über ihre Vergangenheit, ist aber trotzdem auch im Hier und Jetzt und weiß, wie sie arbeitet, weil man eben bei der Erstellung dieser Werke dabei ist. Irina ist eine Psychopathin. Sie ist kontrolliert, sie ist witzig, sie ist narzisstisch, sie ist unberechenbar und gleichzeitig berechnend. Sie hasst es, wenn Männer verletzlich sind oder sich verletzlich zeigen. Sie geht mit Männern so um, wie Männer eigentlich sonst mit Frauen umgehen. Und das ist auch genau das, was ich so genial an diesem Buch fand. Es nimmt so total diesen Gedanken der Muse oder diese Erzählung einer weiblichen Muse und dreht sie so um und macht die Männer in diesem Buch zu Musen. Irina lässt diese Männer so für sich arbeiten. Es kommt total toxische Männlichkeit durch, weil diese Männer halt nie Stopp sagen, obwohl Irina immer Consent von ihnen möchte. Sie denken immer, sie müssen das machen, weil sie die starken Männer sind. Es geht total um Objektivierung von Männern und sowas habe ich noch nie gelesen in diesem Sinne. Und es ist einfach eine Female Artist in a Power Position. Wow, what a concept. Also dieses Buch, absolut große Empfehlung. Vor allem, wenn ihr gerne Mona Award lest, glaube ich, könnte das was für euch sein. Weil das Ende auf jeden Fall was sehr Rauschhaftes, Mona Award-haftes hat. So, und das waren meine Favoriten des Jahres 2023. Lasst mich mal unbedingt wissen, was eure liebsten Bücher dieses Jahr waren, damit ich mir ein bisschen Inspo für meine Leseliste 2024 holen kann. Und lasst mich auch gerne mal wissen, ob euch interessiert, was auf meiner Leseliste 2024 steht. Ich habe nämlich schon ein paar Bücher drauf und ich dachte, vielleicht könnte so ein Video ja auch mal interessant sein. Und ich hoffe, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss!